Hallo, schwierige Spiele, Casuals versus Pro-Gamer. Mir ist Folgendes passiert, und zwar letzte Woche ist mir ein Tweet entgegengeflogen gekommen vom Dominik Schott. Grüße gehen raus. Das ist ein Spieleredakteur, soweit ich weiß. Wir haben uns auch mal getroffen. Und in dem Tweet beschreibt er Folgendes. Ich zeige ihn euch nochmal an und ich lese ihn auch mal vor. Dieses Gefühl, wenn ein letzter Bossgegner den Abschluss eines wirklich guten Spiels verhindert und mit jedem neuen Versuch wächst der Frust über das Spiel, mit dem man so viele schöne Stunden verbracht hat. Schmeißt überstarke Bosskämpfe aus den Spielen raus. Ist nur Quatsch. Ich will euch meine Meinung dazu sagen und Rick ist auch am Start von Knie und Faust. Oh. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Und zwar Folgendes. Ich muss sagen, mein Affengamer-Hirn wurde direkt getriggert und ich war erstmal emotional investiert in dieses Kommentar, so in diesen Tweet, weil natürlich so erstmal so Pro-Gamer, so ja, Bosskämpfe sind geil, ich finde es richtig gut, wenn man herausgefordert ist, man braucht eine Herausforderung und so. Und ich war auch schon kurz davor, was zu schreiben, aber dann habe ich gemerkt, so, das ist eigentlich Quatsch, weil jeder spielt anders, ne? Jeder erlebt Spiele anders, die Schwierigkeitsstufe oder die Hürden eines Gamers sind komplett verschieden. Mhm. Und wie siehst du das? Absolut, also wenn ich irgendwie ein Game oder damals ein Game zwischen die Finger bekommen habe und du siehst ja schon die Schwierigkeitsstufen, ich fange schon immer mit leicht an oder mit normal, weil ich mir da denke, okay, cool, vielleicht kriege ich mein Skillset relativ schon früh und kann dann irgendwann, wenn ich auch schwer bin, den Boss dann besiegen. Manche Spiele nehmen das mit, manche nicht, aber ich bin, glaube ich, auch so eine Person, sagen würde, ey, zu schwere Bosskämpfe, das frustriert mich schon. Und dieser Tweet, meine Güte, das ist wirklich so ein Call aus der Vergangenheit, ne? Ich meine, wie oft hat man irgendwie so einen Boss gehabt, der einen wirklich zum Schwitzen gebracht hat? Und meine Güte, ich fühle es. Ich fühle es wirklich. Das ist echt krass. Also, wenn ich so zurückdenke, wie viele Bosskämpfe oder wie viele Runs man gebraucht hat, um wirklich einen Boss zu besiegen. Gott, das ist ein gutes Stück Arbeit gewesen. Ich meine, es gibt ja, heutzutage gibt es Spiele, die ja direkt darauf, also die sind ja darauf ausgelegt. Oh, ja. Du hast ja Elden Ring, Demon's Souls, Dark Souls, die ganze From Software, die ganzen Games. Da geht es ja darum, den Boss in- und auswendig zu lernen und dann seine Muster zu kennen und dann ihn quasi zu besiegen, weil du quasi ja das Muster dir angeeignet hast und du dich quasi selber weiterentwickelt hast. Auf jeden Fall. Und das gibt es, glaube ich, auch bei Monster Hunter. Also es gibt sehr, sehr viele Spiele, die darauf aufbauen, dass du ja, dass du halt wirklich was Schweres vor dir hast. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, also das ist ja auch ein Punkt, wir alle werden älter und unsere Fähigkeiten werden nicht besser. Reaktionsgeschwindigkeit wird immer langsamer und ja, auch wenn die Technik besser wird, 60 Frames und so, heißt trotzdem nicht, dass man. Also ich muss mir immer vorstellen, wie jemand einen Ball wirft und du den nicht fangen kannst, weil du nicht in der Lage bist quasi. Ja. Und das heißt, man macht es sich dann halt auch einfach, ne? Man hat auch nicht mehr viel Zeit, ne? Man arbeitet und man will eigentlich auch zum Schluss kommen von einem Spiel. Man will ja das Ende erleben. Absolut. Und man will auch nicht mehr lange zocken, sondern man will eigentlich die Story konsumieren und dann ist es gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut gesagt, ne? Also, wenn ich das überlege, jetzt From Software ist ein gutes Beispiel. Devil May Cry ist auch einer der Genre, die, also wo die Schwierigkeitsstufen, also je größer die sind oder je schwerer die sind, also das wird wirklich tough, die Bosskämpfe zu, die Boss-Patterns zu kennen, das ist auch super wichtig. Und das vollkommen richtig, alles zu merken, so on point und in der Sekunde. Oder die allgemeine Körpersprache zu lesen, wenn er zum Beispiel einen anderen Move switcht. Das ist eine Sache, das ist auch schon Arbeit. Also, das ist unfassbar. Ich habe es, glaube ich, früher als Anfang, zu meiner Anfangs-Gaming-Zeit, ich habe das nie gecheckt. So, hey, warum
kommt der Boss jedes Mal in diesem, warum erwischt er mich jedes Mal? Okay. Und das ist dann auch so ein Ding, das ist einmal, da muss einmal Klick gemacht haben, dass man auf jeden Fall aktiver diesen Boss beobachten muss, sein Verhalten studieren muss. Irgendwann siehst du dann hier über mit ganzen Büchern und Spieletipps oder vielleicht hier Ja, so das stimmt, ja. diese eine, so ein Whiteboard mit so, keine Ahnung, hier, den Move hier negaten und so. Aber ja, das ist alles ein Stück Arbeit. Ich glaube, genau, es ist, glaube ich, noch viel mehr Arbeit, als das ganze Spiel wirklich durchzuspielen, bis zu diesem einen Boss. Also, das ist schon heftig. Also, Ich hab auch mal letztens habe ich gemerkt, so, wenn man mal überlegt, es gibt ja auch, es gibt ja Speedrunner. Oh ja. Und Speedrunner, da gibt es auch diverse Interviews, warum bist du Speedrunner geworden, warum bist du Speedrunner? Und viele sagen ja, sie finden ein Spiel so gut und es macht ihnen so viel Spaß, dass sie sich selber eine eigene Challenge geben, oh ja, um sich neuen Spielinhalt zu generieren. Also halt, es ist ja eine neue Spielerfahrung, wenn man sich selber so Grenzen setzt, ne, zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel, wie heißt der, Hobby, Hop, Hip Hop, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Es gibt einen Typ, der No-Hit-Run macht von Elden Ring und Co., und der streamt eigentlich fast jeden Tag. Ja, genau. Der streamt fast jeden Tag und man sieht halt, wie er dann halt das komplette Spiel durchspielt, ohne überhaupt einmal geschlagen zu werden. Und ich glaube, wenn man das zum Beispiel aus diesem Aspekt sieht, gibt es ja auch Menschen, die dann halt ein Spiel so oft und so viel gespielt haben und es so sehr lieben, dass sie dann sich sagen, ich mache mir eine eigene Challenge und es ist mir nicht schwer genug. Es ist mir sogar nicht schwer genug, sondern ich mache es mir noch schwerer. Oh ja. Die gibt es halt auch. Und ja, finde ich auch, finde ich sehr beeindruckend. Man braucht auch sehr viel Geduld, finde ich. Und Energie, sich das auch anzutun. Und Zeit natürlich, die wir auch nicht alle haben, so. Deswegen finde ich das schon sehr beeindruckend. Und wenn du denn der eine bist, der es geschafft hat, naja, komm. Ja, das ist schon das krass. Das ist natürlich nice. Das ist auf jeden Fall, also Respekt. Ich hatte auch mal so einen Typen gesehen. Ich glaube, den kann man auch als Speedrunner bezeichnen. Und zwar hat er, ja doch, das ist ein Kingdom Hearts 2 Speedrun. Und das Heftige bei den meisten Speedruns ist, dass entweder nutzen die quasi das Base Game oder die modden das, damit das Spiel wirklich schwerer ist oder damit halt Sachen so random sind, um es noch schwerer zu machen. Und manchmal ist es so, dann kriegst du ab Level 50 dieses Item, um halt wirklich zu progressen. Aber bei diesen Mods, wo das halt irgendwie randomized ist, das kriegst du schon bei, keine Ahnung, Stufe 2 oder so, jetzt mal super krass gesagt. So. Und das ist schon bemerkenswert. Also ich glaube nicht, dass ich so eine Art von, also das ist schon Pro-Level, würde ich schon sagen. Also so weit komme ich nicht. Ich stelle schon dann irgendwo dann die Sache, okay, komm, ich versuche mal diesen einen Boss oder mal einen anderen Move. Aber das ist wirklich Next Level. Und das ist bemerkenswert aber gut. Jetzt mal eine andere Frage, weil du bist ja Fighting Gamer und du hast ja Tekken gespielt. Hast du Tekken eigentlich, hast du auf Platin? Tekken 7? Ich habe Tekken 7 auf Platin, tatsächlich, ja. Das ging. Das heißt, du hast den fetten Boss, du hast Akuma besiegt und hast dir den gegeben. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, Tekken 7, also wenn ich kurz über Fighting Games reden darf, das ist jetzt noch nicht das allerschwierigste Game. Tekken 5 tatsächlich. Tekken 5 hat den schwierigsten Fighting Game Boss ever, das ist Jinpachi Mishima. Und selbst wenn du... Hast du den geknackt? Natürlich irgendwann auf jeden Fall, aber nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim zehnten Mal. Also das ist auf jeden Fall... Und was war deine Motivation? Warum hast du gesagt, ich muss das jetzt machen, ich muss den fertig machen? Ich weiß es nicht. Also wenn ich so zurückdenke, weiß nicht, was mein Brain damals gedacht hat, aber es war halt dieses... ich bin zu Hause, Freitagabend, ich zocke Tekken, bin diesen Boss und man weiß, du bekommst irgendwas am Ende des Spiels, aber du siehst es die ganze Zeit nicht, weil einfach der Bossgegner, by the way, weswegen er unfair war, hatte viel bessere Frames, war viel schneller, konnte irgendwann auch deine Button-Inputs readen. Das ist halt das, was es dann immer so unfair macht. Ach du Scheiße. Ja, genau. Also bei den meisten Fighting Games ist es so, dass du halt die Buttons halt gelesen werden. Also von dir. Und dann gebe ich es an meinen Vater. Und mein Vater ist dann auch irgendwie so voll am Struggeln und Schwitzen. Und der gibt mir das dann wieder. Und ich gebe es ihm dann wieder. Das ist cool, weil wenn man denn diese Erfahrung teilt mit jemandem, dann hat man ja, eine gemeinsame Hürde, die man irgendwie bezwingen muss. Und fast, vor allem, wenn man das geschafft hat, weil manchmal ist es dann so, man ist dann so total frustriert. Bei Fighting Games hast du dann auch mal so eine Art, so ein Countdown,
du hast 10 Sekunden Zeit zu entscheiden, okay, versuchst du es nochmal oder fängst von null an. Also nochmal Druck, zusätzlichen genau, Druck. Genau, dann bist Fall. Du dann so am Schwitzen, denkst du auch so, okay, fuck, komm. Und dann hat es dann mal geklappt per Glück. Das war kein Skill, das war Glück. zu dem, also wo ich noch jünger war. Und dann hast du dann halt deine Belohnung bekommen. Und irgendwann war das auch so, dass ich es schon geschafft habe. Es war nicht immer einfach, aber irgendwann bin ich auch mal eine Schwierigkeitsstufe runtergegangen und es hat nicht geklappt, weißt du? aber ja, das ist die Fighting Game Erfahrung, die ich habe. Ich glaube, für mich war das echt Tekken 5 Jinpachi. Es gibt bestimmt noch mal andere Monster, aber für mich damals frustrierend auf jeden Fall das in diesem Genre. Definitiv. Und es gibt ja auch die andere Seite, ne? Es gibt ja sehr schwer, sehr, sehr schwierige Spiele und dann gibt es Spiele, die einfach super leicht sind. So, wo man dann, da gibt es diese eine South Park-Folge, wobei, das kann man ja auch nicht sagen, da gibt es die South Park-Folge mit Stan und Kyle, wie die sich in Guitar Hero battlen, ja, die sind übelst ein Pros. Und dann gibt es dieses Heroin-Game, wie das heißt, oder? trifft den Drachen. Ja. Ja. Und da ist der kleine Drache, der immer sagt so, fang mich, hol mich doch. Und das ist halt super leicht. Aber das beschreibt, ich finde, diese Folge beschreibt sehr gut ein leichtes Spiel, was ein leichtes Spiel bei einem bewirken kann, weil du kannst ja ziemlich schnell Erfolge erzielen. Und das ist ja dann, das ist ja quasi auch Psychologie. Also du kannst ja sehr viel Du triggerst ja deine da begibst Dopamin. Also dein Hirn schüttet ja super schnell viel Dopamin aus, nur weil du sehr viele Erfolge generierst. Auf jeden Fall. Und das kann natürlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise süchtig machen und vielleicht auch erfüllend sein. Aber wenn du Gamer bist, ist es die Frage, ist es denn wirklich erfüllend für dich? Also magst du sind leichte Spiele erfüllend? So. Also das ist halt mal die ganz andere Schiene. So. Gute Frage, weil ich meine, wenn es gibt ja mittlerweile super viele Singleplayer-Spiele, also die dir auch einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad anbieten. Und dann stelle ich mir auch die Frage, hey, will ich einmal kurz die Story zu Ende zocken? Dann mache ich das soll ich es dann auf einfach machen? Oder sage ich, jo, ich grinde von vornherein, mache es mir sofort schwer. Ich glaube für mich. Vielleicht für manche auch. Für mich, wenn es um die Story geht, ja, dann fange ich gern leicht an. Das sind auch so Sachen, wo ich die Cutscenes mir gerne anschaue oder jeden Pixel mir da genauer anschaue und möchte. Und bei einem höheren Schwierigkeitsstufe, also möchte ich halt wirklich gefordert werden. Also möchte ich halt nach dem Spiel oder nach der Story noch die Zeit haben zu sagen, okay, komm mal, und ich versuche das und das. Also du spielst es dann nochmal durch, aber auf schwer. Genau, genau. Also wenn ich dann irgendwie das gewisse Know-how habe, weißt du, und ich denke, es gibt auch so relativ viel Bashing, so wenn irgendwie ein Streamer anfängt, also ein Spiel, das schwer zu spielen ist, aber auf leicht zockt oder so. Das fand ich gut. Jetzt, wo du es ansprichst, ein sehr bekannter Streamer und YouTuber, Esmond Gold heißt der. Oh ja, genau. Der hat letztens, denen ist was aufgefallen, und zwar bei Final Fantasy, dem neuen Final Fantasy, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer, welcher Teil, ich glaube 16? 16 kommt raus, müsste 15 sein, aber hey. Ja. da kann man jetzt, man kann Items anlegen, die das Spiel für dich leichter machen. Und dann sieht man oben bei seinen Energiebalken sieht man ein kleines Icon, dass der Streamer, also wenn du streamst, sehen das ja dann alle, dass du dieses Item angelegt hast. Und dann kann jeder sehen, dass du quasi Easy Mode anhast. Und jeder Streamer sieht das. Jeder Zuschauer auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, das ist, genau, so eine ähnliche Story habe ich ja auch gesehen, wo dann, das war jetzt eine weibliche Streamerin, die dann irgendwie von mir gebasht wurde, von wegen, hey, warum zockst du das denn so? Und sie hat es dann erklärt, hey, lass mich in Ruhe, ich zocke es, weil ich so möchte. Und ja, das ist, ich judge auf jeden Fall nicht, wenn jemand das auf leicht zockt und das Spiel dann irgendwie komplett beendet. Es ist jedermanns Sache. Manche Spiele sind dazu da, um nochmal richtig schön herausgefordert zu werden. Kingdom Hearts zum Beispiel ist ein cooles Beispiel, ist bekannt für seine Bosskämpfe und in den meisten Fällen hast du nach dem Game nochmal, sagen wir mal, 10 weitere Bosskämpfe. Vielleicht sind davon 3 oder so komplett secret. Die werden ja regelrecht zelebriert, ja. Du hast ja dann noch jeden Fall. Musikalische Untermalung. Ja, ja. Es wird immer epischer, der Kampf wird immer intensiver, viele Lichter und so und das wird ja richtig gefeiert. Und ich hab's ja auch gespielt. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist heftig, weil für mich war
Also, um das zu beschreiben, Kingdom Hearts 3 kam raus, haben wir uns beide, glaube ich, vorbestellt, haben wir die Vorgänger intensiv gespielt. Die Vorgängerreihe, das Boss-Game hat das Spiel ausgemacht. Die waren challenging. Man konnte den Schwierigkeitsgrad erhöhen und hatte richtig Spaß mit dem Spiel. Und mit Teil 3, der war halt easy peasy. Du konntest gefühlt die ganze Zeit einen Modus einsetzen. Also du hast den schwierigsten Schwierigkeitsgrad gewählt und konntest immer nur noch eine Taste drücken und bist einfach durchgekommen durch das Spiel. War das diese Attraction-Modis, wo du zum Beispiel auch diesen Karussell, diese Karussell-Kombos, genau. Ja, das war also Kingdom Hearts Game, das war echt zu einfach. Das ist wirklich ein Problem gewesen, weil es für die Community komplett in die falsche Richtung ging. Dann kam aber dann die Erweiterung raus. Die hat es besser gemacht. Dann haben sie es wieder gerade gebogen. Da waren sie gepackt. Aber zu spät eigentlich, ne? Richtig. Also für mich war es zu spät. Du hast, glaube ich, noch konsumiert. Du hast es dir noch gegeben. Aber für mich war dann der Zug abgefahren, so, ne? Weil Und da gibt es immer noch einen Bosskampf, den ich noch nicht gemacht habe. Yozora. Der ist mir echt zu schwer. Aber ich muss sagen, ich hatte auch vor lass mich das in der Corona-Zeit geschafft haben. Ich habe das allererste Mal in Kingdom Hearts 2 Sephiroth besiegt. Also wirklich, das Spiel ist schon 20 Jahre alt und ich habe es erst jetzt vielleicht in den letzten 2-3 Jahren. Und wie hast du dich gefühlt? Ich habe es aufgenommen. Ich habe irgendwo auf der PSP habe ich noch eine Aufnahme. Man hört mich leider nicht rumschreien, aber ich weiß ganz genau, dass ich da wirklich mir Geiz angeschaut habe. Gegrindet. Ich muss dieses Schwert haben. Und das war seit meiner Kindheit mit Abstand, also ich hoffe, ich vergesse keine anderen Bosse, mit Abstand top Bosskampf, der mir wirklich Schwierigkeiten gemacht hat, ich bis heute nicht geschafft habe, ihn zu besiegen. Der war auch episch. Das war auch einfach wundervoll. Ja, das ist welcher Schwierigkeitsgrad? Tatsächlich auf normal und schwer habe ich es gemacht. Aber es gibt ja noch, glaube ich, zwei weitere, soweit ich weiß. Oder kannst du auch frei entscheiden. Also normal und schwer habe ich es geschafft. Und das hat mich echt Zeit gekostet. Zum Glück war ich noch Studentin. Gibt es Bosskämpfe, wo du dir gesagt hast, eigentlich willst du nicht, dass das jetzt aufhört? Du willst dieses Hin und Her, was jetzt gerade passiert, dass das nicht aufhört. Bei mir war das so, also auch bei Kingdom Hearts, man kann ja über 100 Save Games, glaube ich, haben bei Kingdom Hearts und kann die ja dann wieder laden. Dass man dann halt, wenn man durchspielt, muss man ja bis zu dieser Stelle spielen, wo man wieder gegen den Boss kämpfen kann. Und ich habe mir auch, bevor ich Bosskämpfe irgendwie reingehe, habe ich mir dann die immer alle abgespeichert, damit ich die spielen kann. Aber bei mir gab es auch einen Bosskampf, das war dann ein anderes Spiel, das ist von Sucker Punch Infamous. Ja, krass. Und da, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Kessler? Ich glaube, der hieß Kessler. Das bist du quasi selber. Ups, jetzt habe ich gespoilert. Das Spiel ist schon über 10 Jahre draußen, also irgendwann ist die Spoiler-Sperre immer weg. Ja. Und da kämpfst du quasi gegen dich selber aus der Zukunft. Und du hast zwei Optionen. Also du kannst in dem Spiel kannst du böse sein oder du kannst lieb sein. Und du hast zwei unterschiedliche Enden. Und dieser Kampf mit diesem Kessler, der hat so unfassbar viel Spaß gemacht und der hat mich so geflasht. Und da wollte ich echt nicht, dass der Kampf vorbei ist. So, den wollte ich, dass der ewig andauert. Und ja, also diese Faszination hat das Ganze ausgemacht, ne? Auf jeden Fall. Ja, da kann ich dann verstehen, wenn man dann auch einen schwierigen Schwierigkeitsgrad wählt, weil man ja dann, man will wissen, wie lange kann es gehen und so. Man kann es ja auch genießen, so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist, mir fällt gerade aus dem, spontan mir fällt mir nichts ein, dass also das so gleich ist. Also ich muss schon sagen, ich will mich nicht die ganze Zeit wiederholen oder dasselbe Spiel nennen, aber ich fand zum Beispiel, dass in Kingdom Hearts 2 das Ende mit Zeminis, der Kampf, mega cool ist. Und die allerberühmteste Sequenz ist ja, wo du mit Riku die ganze Zeit Dreieck spammen musst, um halt die ganzen Lasergeschichten da zu parryen. Und irgendwann ist es ja auch so, du drückst die ganze Dreieck, ne? Und du denkst, okay, es hört jetzt in 3 Sekunden auf. Was hört aber nicht in 3 Sekunden auf? Du siehst andere Kameramovement, du siehst das, 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 das. Es hört einfach nicht auf. Ich habe eine richtig,
Ich habe eine richtig gute Story dazu. Ja. Ich hatte mal ein Date mit einer, die war auch ein Kingdom Hearts Fan. Cool. Und der habe ich das erzählt, dass ich es durchgespielt habe. Und sie hat gesagt, ich bin da gerade bei dem, ich schaffe den nicht. Crazy. Dann habe ich die besucht, dann bin ich zu ihr gegangen und habe ihr den Bosskampf gemacht. Und während ich so kurz davor, also ich war wieder voll geflasht von dem Spiel, ich war voll fasziniert. Und sie saß auf dem Bett und hat zugeguckt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe so geguckt, die hat geweint. Die hat geweint, weil das Ende von dem Spiel sie so berührt hat. Ja. Und ich saß nur da und habe es dann auch erst gecheckt, so wow. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist schon ein sehr krasser Moment. Also, das, man muss es auf jeden Fall mal gespielt haben. Das ist wirklich so, so iconic. Also, das ist ein Bosskampf, den ich mir immer wieder mir reinziehen würde. Im Kingdom Hearts haben die es auch repliziert. Es ist 1:1 übertragen worden, aber the magic ist nicht da. Also, nicht the same magic ist nicht da, aber es ist schon schwerer. Es ist etwas schwerer, aber nicht wie das vor 10 Jahren so, ne? Oder vor 20 gefühlt. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Gedanke dazu. Ich habe einen Bosskampf, der ist mir noch eingefallen. Der hindert zwar jetzt nicht irgendwie den Verlauf des Spiels, aber er macht das ganze Paket irgendwie doch seltsam. Du kannst ihn, glaube ich, als Bosskampf abstempeln, der irgendwie sehr auf Gag basiert, und zwar in Batman Arkham Origins. Das ist ein Spin-off-Game von der Arkham-Reihe. Und es gibt einen Bosskampf, der heißt gegen Electioner oder so. Ich weiß gerade nicht, wie der ganz genau heißt, aber da ist so ein Typ, so mit Power Gloves. Alles so voller Blitze und so ein Shit. Und du bist dann da als Batman und der Entrance, der wird richtig krass aufgebaut. Und dann bist du dann da. Du gibst ihm vielleicht eine Faust oder keine Ahnung, einen Schlag und er geht sofort zum Boden. Wo du denkst, okay, krass, so ein Bosskampf, der wird richtig krass aufgehypt und dir wird aber der Moment geraubt, damit du gegen anderen Bosskampf spielst und denkst dir auch so, hä? Das ist, what's going on? Das ist ein interessanter Boss gewesen, also einer, der wirklich innerhalb von 2 Sekunden besiegbar ist, aber ja, die muss es ja auch geben, ne? Die muss das es auch stimmt. geben. Aber dann, um zur Grundaussage des Tweets zu kommen. Ganz am Ende heißt es ja, schmeißt alle Bosskämpfe raus. Das ist nur Quatsch. Ja, kann man die Aussage so unterschreiben? Oder ist das dann auch Quatsch? Also, ich habe gesehen, in dem Tweet haben andere noch gefragt, welches Spiel denn? Mhm. Und dann hat er noch geantwortet, alle. Und ich so, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, also das ist kein, vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, das soll kein Gebäsche sein oder so. Wir wollen ernsthaft diesen Tweet oder dieses Thema bereden und wollen herausfinden, ob es wirklich eine Berechtigung hat, Bosskämpfe rauszunehmen und Schwierigkeitsgrade irgendwie nochmal anders zu betrachten. Mhm. Ich kann sagen, Bosskämpfe, ich weiß nicht, ich liebe Bosskämpfe, ich liebe die Herausforderungen. Ich kann teilweise nicht ohne, aber ich kann auch jetzt, wo ich älter werde, sehr gut verstehen, weshalb Bosskämpfe einen auch einfach Zeit rauben und nerven und einen vielleicht bei einem, wo man denkt, man hat vielleicht ein richtig tolles Spiel vor sich, dass man da vielleicht was verloren geht, weil man es nicht beenden kann. Und das, da muss ich dann zustimmen, ja, da ist dann ein fieser Bosskampf am Ende vielleicht nicht das Richtige. Das ist dann Game Design. Aber ich kann grundsätzlich kann ich nicht unterschreiben, dass man alle Bosskämpfe aus Spielen einfach eliminieren sollte. So. Hatte ich auch noch so unterstreichen. Ne? Also Bosskämpfe wurden, soweit ich weiß, auch so entwickelt. Oder die ersten Bosskämpfe waren ja auch die Bosskämpfe in Arcades. Die waren dazu designt, dass du mehr Geld reinsteckst. Ja, die sollten nicht einfach sein. Je mehr Geld, besser für die. Und dadurch kam auch dieser Trend, dass auch in Videospielen immer Bosskampf zu finden ist. Und je nachdem, wie die Erzählerweise ist, dann macht ein Bosskampf Sinn. Würde das nicht existieren, wäre das schon seltsam. Also wäre der ganze Aufbau für nichts. Das ist wie Pokémon-Spiel ohne weiterzuleveln. Das ist wie Pokémon zu spielen oder halt irgendwie Schach zu spielen, aber keiner besiegt den König so oder so, weißt du? Das ist halt, ja, aber dieses Problem hast du ja in der aktuellen Welt eigentlich gar nicht mehr. Wenn du ein Spiel kaufst, gibt es ja keinen Grund mehr,
da nochmal Geld reinzustecken. So, also das ist ja nicht mehr der Fall. Ja, es kommt auf die Erzählerweise an. Ich denke, das ist wichtig. Es gibt Spiele, die bestimmt keinen Bosskampf haben, aber dafür ist die Story beendet. Aber sonst ist es schon sehr eine, hier wie dieses eine Game da in der Wüste, dieses eine, die haben ja auch Journey, genau, Journey oder so diese ganze Indie, stimmt, diese ganzen Indie-Games, die sich mehr auf erkunde die Landschaft und hier ist unsere Story, die wir erzählen, mit den Dingen, die du tust, hast du auch keinen Bosskampf, aber da beschwert sich auch keiner, dass da keiner ist, weißt du? Also ich denke, es kommt die Erzählerweise an und wenn ein Spiel einen Bosskampf hat, dann muss es sich auch lohnen. Und es ist halt schade, wenn dann irgendwie ein Bosskampf ist, den du wirklich mit einem Fausthieb zu Boden schlägst. Das stimmt. Also das ist aber man braucht auf jeden Fall, man braucht auf jeden Fall auch die Option, dann halt einfach zu sagen so, hey, das ist mir zu schwer, mach's mir bitte leichter, ich möchte das Ende konsumieren. Ja. Ja. Ja, stimmt. Skippable Boss, das ist unser Pitch. Skippable Boss. Auf jeden. Okay, gut, dann dann kommen wir zum Ende. Cool, dass ihr zugeschaut habt. Auf jeden Fall. Lasst ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und Dominik, nochmal Feedback an dich. Das war ein cooler Tweet. Sehr gutes Gedankenspiel und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da einmal so ein bisschen drüber nachzudenken. Und ja, schaut auch nochmal bei Rick rein. Knie und Faust. Genau. Ja. Hab mich gefreut. Bye.